Eger, FPÖ-Jugendsprecherin, ist schon am Wort. Offensichtlich ein Satz, der bewegt. Erst letzten Sommer sang Andreas Gabalier die Hymne in der alten, in der Originalfassung und daraufhin entfachte neuerlich eine wilde Debatte über die 2011 beschlossene Änderung. Doch es waren nicht nur seine Fans, es war ein Großteil der österreichischen Bevölkerung, die ihm genau damit Recht gaben. Und diese Emotionen, die sehen Sie jetzt nicht nur hier, die können Sie auch sehen. Sie brauchen nur in ein Fußballstadion gehen und dort singen jedes Mal zigtausende Menschen geschlossen, gemeinsam und voller Stolz die alte Original-Bundeshymne. Also ein Satz, der tatsächlich bewegt. Allerdings erst, nachdem er geändert wurde. Denn wie die OGM-Umfrage 2011 gezeigt hat, haben sich davon nicht viele Leute interessiert, ob die Töchter auch tatsächlich in der Hymne stehen. Das sind für viele Menschen in diesem Land aufgezwungene feministische Ablenkungsthemen von den wahren Problemen der Frauen in dieser Gesellschaft. Oder wie es der OGM-Chef Bachmeier zum Ausdruck gebracht hat. Rundherum krachen die Euro-Staaten und das politische Thema Nummer eins ist, wie man die Töchter in die Hymne irgendwie flicken kann. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Aber ich verstehe schon. Ja. Es ist natürlich wesentlich einfacher, eine Hymne zu ändern, als gleichen Lohn für gleiche Arbeit herzustellen. Wo sind die Kinderbetreuungszeiten, Plätze? Wo sind die Pensionsanrechnungszeiten? Was ist mit den vor kurzem beschlossenen Kürzungen im Pflegebereich, das auch wieder die Frauen belastet? Ein Hammer nach dem anderen geht auf die Frauen herunter. Und womit haben Sie sich beschäftigt? Sie haben 2011 die Hymne geändert. Das sind wirklich nicht die wahren Probleme der Frauen in diesem Land. Das ist reine Gleichberechtigung auf dem Papier und sonst nichts. Eins haben Sie, werte Kollegen, von der SPÖ, ÖVP, von den Grünen und auch von den, naja, Neos war nicht dabei damals, aber eins haben Sie damit wirklich erreicht. Jetzt ist den Menschen die Änderung der Bundeshymne nämlich wirklich ein Anliegen, nämlich die Rückänderung und nicht mehr die Töchter in der Hymne. Und das ist ein Resultat davon, wenn man den Willen der Bevölkerung ignoriert. Denn mehr als 70% der Bevölkerung haben sich gegen die Änderung der Bundeshymne damals in Umfragen ausgesprochen. Und nicht nur das, auch Sprachwissenschaftler kritisierten die Änderung als, ich zitiere, grammatikalisch grenzwertig und ästhetisch ein Gräuel. Und wenn Sie jetzt sagen, das sind nur Umfragen und Umfragen gibt es viele und die sind nicht immer akkurat, ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber genau deswegen hätten Sie die Bevölkerung damals abstimmen lassen sollen oder zumindest befragen. Aber ich kann Sie beruhigen. Es ist noch nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Sie können die Bevölkerung noch befragen oder abstimmen lassen. Das ist alles möglich. Und das hätte auch zwei Vorteile. Nämlich erstens, es wird das umgesetzt, was die Bevölkerung wirklich will. Und zweitens, Sie hätten es endlich amtlich, dass Sie Politik am Willen der Bevölkerung vorbei betreiben. Übrigens ist dieser Fall auch wieder ein perfektes Beispiel, warum der Ausbau der direkten Demokratie in Österreich so wichtig ist. Doch Reformen in diesem Bereich werden von Ihnen, SPÖ und ÖVP, seit Jahren immer aufgeschoben. Sie müssen endlich davon Abstand gewinnen. Sie müssen sich davon verabschieden, die Bevölkerung mit allen und jedem da und zwangsbeglücken zu müssen. Das fängt beim Euro und ESM an und endet bei der Bundeshymne. Warum nicht abstimmen? Warum die Bevölkerung nicht befragen? Haben Sie Angst davor? Haben Sie Angst? Weg mit der Zwangsbeglückung, hin zu der Freiheit der Menschen, selbst entscheiden zu dürfen. Nachdem die Mehrheit der Bevölkerung ja bekannterweise Frauen sind, dürften Sie sich eigentlich gar nicht vor dieser Abstimmung fürchten, ne? Weil sie wird ja dann wahrscheinlich eh zu Ihren Gunsten ausgehen, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Interessen der Frauen vertreten haben mit dieser Hymnenänderung. Aber ich sage Ihnen schon heute, und da muss man wirklich kein Prophet sein, dass diese Abstimmung für Sie negativ ausgehen wird. Denn unzählige Frauen, die sich keineswegs von der alten Hymne in irgendeiner Form diskriminiert gefühlt haben, haben sich bei uns gemeldet und uns gefragt, ob wir diesen Antrag hier einbringen, damit wir die Originalhymne wiederherstellen. Und werte Kollegen von der SPÖ, ÖVP, Grüne und vor allem Neos, Sie können es doch nicht ernsthaft als Arbeitsverweigerung bezeichnen, wenn man einen Antrag einbringt, der den Willen der Bevölkerung wiedergibt. Also wenn Sie das als Arbeitsverweigerung bezeichnen, dann wird mir einiges klar über Ihre Arbeit der letzten Jahre in diesem Haus.
Also jenseits aller Ideologie. Man greift in ein historisches Werk wie eine Hymne nicht ein. Das ist ein Unding. Eine Hymne ist nicht dazu da, alle empirischen Fakten festzustellen. Weil denken wir das einmal weiter. Was wäre denn das Nächste? Ja? Land der Äcker, Land der Dome. Ui, Dome, das wäre schon wieder problematisch, weil da könnten sich irgendwie Religionsgemeinschaften benachteiligt fühlen und dann heißt es wahrscheinlich schon bald Land der Moscheen und Dome, weil, Ihr Vizekanzler hatte vor kurzem eh schon gesagt, dass der Islam jetzt zu Österreich gehört. Wahrscheinlich können sich die Österreicher dann das als nächstes in der Hymne anhören lassen. Also, kurz gesagt, man sollte lieber den historischen Hintergrund dieser Hymne betonen, die Originalfassung belassen und sich endlich mit den wirklichen Problemen der Frauen in diesem Land beschäftigen. Kinderbetreuungsplätze, Pensions- und Lohnangleichungen seien frauenpolitisch wichtige Themen, nicht die Änderung der Bundeshymne, argumentiert Petra Steger, die FPÖ-Jugendsprecherin, durchaus emotional. Dorothee